Wichtig ist mir, dass durch diese Auflistungen erneut deutlich wird, dass alle Prophetien, die wir in der Endzeit finden, ihren Beginn und ihre Vorhersage bereits im Alten Testament haben. Das ist für die Auslegung endzeitlicher Texte sehr, sehr wichtig. Denn es bewahrt davor, für die Endzeit Konstruktionen aufzustellen, die das Alte Testament nicht kennt und die daher nicht belegbar und somit unzulässig sind. Das gilt auch und insbesondere für die Rom-Theorie, die in die Bibel hineingetragen wurde, weil man lediglich Daniel gelesen hat, aber den Rest des Alten Testaments außer Acht gelassen und nichts von der Wiedergeburt Jerusalems und der wahren Bedeutung des Standbildes wusste. Umgekehrt ist die Sichtweise, die hier vertreten wird, eine, die versucht, sich geradezu sklavisch an die Vorgaben des Alten Testaments zu halten, deren Linien fortzuentwickeln und deren Zusammenhang zu neutestamentlichen Aussagen und Prophetien herzustellen. Dabei ist Daniel eigentlich einer der jüngsten Texte, der uns für unsere Auslegung der Zukunft Israels und der Prophetie zur Verfügung steht, wie oben deutlich wurde. Weil der Bezug zum Alten Testament hier nicht vernachlässigt werden soll, sondern als äußerst wichtig erachtet wird, entsteht ein sehr homogenes Bild, das seinen Ausgang bereits in 4. Mose nahm und über Jesaja 7, Micha 4 und 5 zu Joel und Daniel führt und von dort aus in die Evangelien, den Endzeitreden Jesu und schließlich in den Texten der Offenbarung gipfelt. Das ist meines Erachtens eine der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und ein sehr wichtiger Grund, die hier gezeichnete prophetische Linie zu adaptieren. Damit sind wir am Ende meiner Reihe über die Teilung Israels angelangt. Nun bin ich mit meinen Ausführungen selbst auch Ausleger geworden und habe nach besten Kräften versucht, meine Sichtweise so eng wie möglich an den Texten der Bibel zu orientieren und mit ihnen allein zu argumentieren und zu begründen. Ohne die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems und der hier skizzierten griechischen Linie des Propheten Daniel sind meines Erachtens gar keine belastbaren Aussagen über die Zukunft Israels, Jerusalems und der Heilsgeschichte Gottes überhaupt möglich. Mit dieser Kenntnis jedoch eröffnet sich uns eine vollkommen neue Welt. Bisher strittige, weil unverständliche Passagen werden plötzlich verständlich und sind nachvollziehbar zu erklären. Das ist meines Erachtens eines der ganz zentralen Ergebnisse meiner Ausführungen. Wichtig ist mir auch festzustellen, dass die für die Endzeit vorhergesagten politischen und geopolitischen Strukturen sämtlich im Alten Testament angelegt sind. Damit behaupte ich für die Endzeitentwicklung in Gottes Heilsgeschichte gar nichts Neues, sondern lediglich das, was ohnehin im Alten Testament, also im Wort Gottes, geschrieben steht. Ich ziehe lediglich auf eine neue und meines Erachtens biblische Weise die Verbindungslinien zwischen den Stellen aus dem Alten Testament und den Aussagen des Neuen Testaments. Das ist schon alles. Wir haben erstaunliche Dinge gesehen, unerwartete Dinge, große Dinge aus der Prophetie Gottes. Dinge, die wir so vielleicht nicht erwartet haben und die mehr als kompliziert sind nachzudenken. Aber sie sind in Übereinstimmung mit dem Wort. Sie stimmen ganz offensichtlich nicht mit den üblichen Mainstream-Auslegungen der Prophetie überein, aber allein die Tatsache, dass wir die Wiedergeburt Jerusalems bislang in unseren eschatologischen Überlegungen übersehen haben, zeigt, dass wir prophetische Aussagen der Bibel vollkommen neu überdenken und mit dem Bibeltext abgleichen müssen. Ob sie so eintreten werden, wie ich sie gezeigt habe, wird die Zukunft zeigen. Sicherlich müsste das ein oder andere noch ergänzt werden, aber die große Linie steht. Vielleicht gibt es Brüder und Schwestern, die meine Ausführungen ergänzen, konkretisieren und vertiefen könnten. Hierüber würde ich mich freuen. Zum Schluss sei Christus allein aller Lob und aller Ehre. Es ist sein Wort, es ist sein Volk, es ist seine Zukunft, an der er uns aus Gnade teilhaben lässt. Was für ein großer Gott, was für ein wertvolles Wort und was für ein schönes Evangelium. Amen.